gestellt hier. Klasse 12 Finale. 50 Jahre MSC Mölln Autocross. Und der Start ist erfolgt. Ja, und da muss er zurückstecken, die 20. Hast du gesehen, nach dem Start war ich ganz kurz einmal weg gewesen. Manuel Schulz, ne? Der jetzt vorne ist, oder? Manuel Schulz mit dem X19 vorne. Ja. Das ganze Wochenende geht die Mena hier schon so ab. Aber Hallika da oben, probiert es, denn die Spitze kommt hier schon wieder rein ins Motodrom. Außen, diese Linksstadt hier, die 12.80, Manuel Schulz, vor der 12.20, Tobias Hallika. Dann die 12.61, Norden Schnapper, die 12.07, Mena Pitsch. Die hat den Gänsehut auf vorne gemacht hier. Wir können das mal in den Kurs rein. So, die jetzt auf die Gerade laufen wir dann hier. Die Mena. Sie bremst später, das heißt, oh, neuer dritter Platz jetzt. Mena Peach hier, die 12.07. Ja, und vorne, das ist auch nicht ruhig. X19 gegen Polo. Aber die Mena, guck dir das an. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen freifahren, den Norman. Der Norman weiß gar nicht, was da eben passiert ist, glaube ich. Ja, das sieht man kurz aus. Von so blauen BMW, was passiert? Aber hier der Angriffsversuch, neuer Spitzenreiter. Hallika jetzt vorne, die 12.20, auf der Geraden abrasiert. Und jetzt wird er sich gleich absetzen. Pass auf, der lässt jetzt richtig stehen. Ja, guck dir das mal an, was der jetzt schon für ein Gap aufgefahren hat hier. Guck dir das mal an. Also, ist da ein Problem im 4? Ich glaube, ich guck mal auch, was die Mena da ran wird, der Qualt hinten. Ja. Er hat auf jeden Fall Tempo rausgenommen hier. Manuel Schulz mit dem Problemen. Ja, da haben wir jetzt Schalm. Da ist Feuer. Feuer. Ja. Ja, jetzt haben wir hier starke Rauch in den Club. Restart. Klasse 12. Finale. Los geht's hier. Oh, guck dir mal die Mena an. Oh, die Mena Peach geht ja richtig ab. Aber Hallika hat da die etwas bessere Linie. Aber sie war daneben. Die war dabei, die waren gleich auf. Wenn da mal nicht die Nase, sondern so ein ganz kleines bisschen sogar vorne war. Vor so, wo ist der Norman? Der Norman ist auf der 3 geblieben hier von Schaffner. So, Licht ist ausgegangen hier. Jetzt geht's richtig ab. Mit technischen Problemen. Es darf doch nicht wahr sein. So toll gefahren das ganze Wochenende. Jetzt hier mit technischen Problemen. Rollt sie aus, stellt das Fahrzeug hier. Versucht es noch in den Infield reinzufliegen. Norman damit auf 2 hier. Oder nicht 12.61. Der damit 9 drin platziert. Das ist die 12.10. Das ist Dennis Schmidt von Schafberg Racing. Also Schafberg Racing. Auf 2 und 3. Ja, das ist was. Aber ganz vorne Tobias Hallecker mit dem Polo. Guckt ihr mal die Lücke an, die er hier schon aufgefahren hat innerhalb von 2 Runden. Im Infield jetzt. Rechts rum beim Streckenposten 5. Jetzt mit dem Daumchenkurve links rum. Ja, der hat das Ganze. Vorsprung.
noch nicht ganz durch da. Die sind noch relativ dicht zusammen. Da könnte noch mal ein kleines Bändchen um diesen dritten Platz geben. Wenn da ein Fehler passiert. Hier in der Klasse 12. Und bei oben im Motorrad, das ist schon. Ja, Thorsten, sorry, dass ich dir ins Wort falle. Die 12:20, Tobias Hallecker gewinnt das hier. Also Bahnrekord, Finale gewonnen. Also ich würde sagen, das war sein Wochenende. Ja, und das ist der Hammer hier auf jeden Fall mit dem geliebten Fahrzeug. Die 12:61, Scharfenberg Racing, Norman Strampfer hier auf Platz 2 im Ziel im Klasse 12 Finale auf der dritten Position. Die 12:10, Dennis Schwind, ebenfalls Scharfenberg Racing. Dann auf der vierten Position, 12:39, André Wiedenhöft, ebenfalls Scharfenberg Racing. Ja, und eine super knappe Geschichte hier nochmal. Platz 5.